Und unser Blick geht wieder in die Schweiz. Das Schweizer Parlament hat nämlich ein Verbot von Burkas und anderen Vollverschleierungen verabschiedet. Die Politik folgt damit einem Referendum vor 2 Jahren, bei dem die Schweizer knapp für ein Verbot von Burkas, Niqab sowie Halstüchern und auch Skimasken gestimmt hatten. In Zukunft dürfen Nase, Mund und Augen in der Öffentlichkeit nicht mehr verdeckt werden. Bei Missachtung des Gebots werden bis zu 1.000 Franken Geldstrafe fällig, also in etwa gut 1.000 Euro.